Hallihallo, Freundinnen der Zombie-Schlachten. Wir sind's wieder bei State of Decay, neue Folge. Hallo. Heute wird's ja spannend, weil wir immer noch nicht wissen, was die Wilkinson-Brüder eigentlich von uns wollen. Ja, ich bin gerade hier rausgefahren aus dem Gebiet. Wir hatten ja die Befürchtung, es passiert irgendwas Schlimmes. Oben rechts standen alle drei Namen tot. Ja. Oh. Oh, diese Schweine. Tja, so hinterhältig. Diese Mist. Schweine. Es war so klar. Sind die jetzt da noch? Es war eine schlechte Idee. Ich wette, die Lilly ist so pissig. Naja, oh, da liegen sie. Einfach abgeknallt. Das ist ja wirklich... Ja, die hätten sich uns vielleicht angeschlossen andererseits. Okay. Hm. Auch noch hier oben. Jetzt können wir nicht einfach mal den Stuff von denen abholen. Ja, mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Ich glaube, die Wilkersons haben sich gerade einen ganz schlimmen Feind gemacht. Ja. Also sollten wir denen nochmal über den Weg laufen? Wenn es die letzten Schritte, die gemacht haben. Hoffentlich. Wenn die Lilly uns jetzt nicht gleich rausschmeißt. Da, wir haben Zahlungen bekommen von denen. Munition. Plus 5. Toll. Wir haben Munition, 3 Leute geopfert. Boah, ich bin gespannt, was die Lilly jetzt dazu zu sagen hat. Ich auch. Ich wette, die ist ziemlich pissig, ja. Aber verständlicherweise. Ja. Das war ja jetzt keine coole Nummer. Ja, und wir sollten ja eigentlich unbedingt dabei bleiben. Das ist mal wieder ganz schön mies gelaufen. Also, aber man hatte ja gar keine Möglichkeit, ne? Was sollte man, also... Ja, wir hätten die Wilkersons höchstens einfach angreifen können. Ja, wir hätten vorher in dem Gespräch uns schon, also in der Entscheidung, da hätten wir wahrscheinlich schon sagen müssen, nee. Hatten wir denn eine Wahl? Fahrzeug, ja, man hätte sagen man können, kann ja oder nein sagen oder vielleicht später immer meistens. Aha, haben wir jetzt quasi gerade aus Versehen den Pfad des Bösen eingeschlagen. Ja. Naja, puh. Was heißt des Bösen? Also man konnte es ja nicht hundertprozentig wissen. Den Pfad der Dummen vielleicht. Ja. Ja. Wir werden es auf jeden Fall, werden wir uns irgendwann... für revanchieren. Naja, also nochmal werden wir wahrscheinlich nichts für sie tun. Wir werden uns um sie kümmern. Mal schauen, wie es in der Basis so aussieht in der Stimmung. How's it going? Wir müssen dir noch was erzählen. We'll crack open a cold one for you. Oh, danke. Naja, dann scheint sie ja doch ganz gut gestimmt zu sein. Hat nicht so viel davon mitbekommen irgendwie. Nee. Moral ist nur ein bisschen runtergegangen. Ja, stimmt. There you go. Don't say I never gave you nothing. Sweet. Ja, können wir ein bisschen was zurücklegen. Wie wär's mit ein bisschen Munition für die Shotgun? So. Und jetzt, gute Frage, was machen wir denn jetzt? Brauchen immer noch Materialien für die Bibliothek. Wir müssten immer noch einmal die Lilly suchen lassen oder selbst was finden. Jetzt gucken wir mal. Es wird Zeit, dass wir Wissen sammeln. Oh, Infektionsset. Müssen wir den ausschalten? Ist das vielleicht eine Mission von der Lorten? Zumindest so grün, ne? Ja. Mach das einfach. Wir haben gerade eh nichts, oder? Nee. Ja. Vielleicht gibt es da auch zufällig Materialien. Wer könnte weiß. Sein, ja. Wir brauchen ja schon nur so rot. Das Auto ist echt ganz schön böse rot. Na, 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 na. Ja, heute sind echt längere Fahrten immer wieder dabei. Ja. Kann man leider nicht verhindern bei dem Spiel. Gehört halt dazu. Wäre ja in echt auch so. Den Kram muss man halt irgendwie auftreiben. Ja. Los geht's. Oh, zwei Kreischer. Weg damit. Ja, schauen wir mal rein. Hm? Brandbombe rein. Boah, da ist der. Einfach mal oder rein. Oder den Tod von oben vor die Haustür und lass alle rauskommen. Oh, oh, oh. Ich weiß halt nicht, wie schnell das geht. Ja. Aber irgendwann müssen wir den auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Wir machen es einfach mal bei der nächsten Horde auf der Straße. Wenn die mich noch nicht bemerkt haben. Ah. Ja. Boah. Ich sag mal, was heißt jetzt gerade?
doch mal nachladen, Alter. Boah. Boah. Eine Menge Zombies rücken an. Ja, gekommen. Wo denn? Im Gerichtsgebäude. Die kriegen keine Antworten mehr aus dem Gerichtsgebäude. Oh oh. Hat sich die Olle Lauten abgesetzt. Nachdem sie alle Waffen und alles eingesammelt hat. Ich muss hier noch die zwei Kreischer erledigen, immer noch da. Einer steht da am Fenster. Mist. Was ist das schon mit dem? Nee. Immer beide Kreischer leben noch. Der lebt auch lebt noch. Immer noch. Wandreparaturen, einfach perfekt. Mann, sind das noch viele. Ja, also langsam häufen sich hier die Zombies in der Stadt. Die Shotgun irgendwie. Ist halt auch extrem laut auf jeden Fall, ne? Also die lockt immer mehr an als jetzt so eine Pistole auf jeden Fall. Und das halt auch? Der ist ja wirklich hartnäckig. Die Wand gestrichen wurde. Du eine Pille genommen? Das war eine Bewegung. Ah, wie er da auf dem Bett gelegen hat. Ja, wie hä, wieso sind denn jetzt zwei neue Kreischer da? Boah. Wie kann das denn sein? Ist das ein Bug? Ist das irgendein nee. Zombie-Herd, der nicht weggeht? Der unendliche Zombie-Herd. Infektionsherd oder wie auch immer. Boah, die halten ja einiges aus. Das sind SWAT. SWAT-Zombies. Vielleicht boah. Du musst hier weg, glaube ich. Ja. Ich brauche einen Snack einfach. Hat gerade erstmal keinen Sinn. Wir müssen rausfinden, was es hier mit diesem Infektionsherd auf sich hat erst, glaube ich. Oder wirft die Brandbombe rein. Guck mal, da sind so viele von diesen SWAT-Zombies. Oder doch der Tod von oben? Ja, ja jetzt bringen wir ihn. Jetzt vor die Tür. Hier direkt vors Haus. Gebiet räumen. Markierung verwenden. Du musst irgendwas machen, oder? Ja, Markierung für Luftschlag verwenden. Oh Gott. Sind das viele. Du kannst nicht ewig rennen, gell? Du musst gucken, wie du markierst. Haben die jetzt das Haus neben uns zerstört, ist da? War das der Luftschlag? Nee, ich glaube, das hat jetzt nicht funktioniert, oder? Aber warum brennt denn dieses Haus da plötzlich? Das ist schon die ganze Zeit so. Ja, Anne, da ist ein Flugzeug reingekracht. Jetzt sehe ich es. Wahrscheinlich muss man mit einem Leuchtsignal wirklich eins hinwerfen. Und wir haben gerade keins dabei. Huh. Leute in Not. Ärger im Gerichtsgebäude. Huh. Ja, gucken wir erstmal schnell da. Scheiße, Leuchtsignale. Für die Shotgun. Ja, haben wir noch genug? Da jetzt auch helfen. Oh Gott, siehst du es schon? Das ganze Gerichtsgebäude ist voll mit Zombies. Oh der ja. Karte. Alter. Da so. Geht's und schon alle los. In Not. Oh oh. Oh Gott. Das hört sich ja richtig gut an. Brandbombe, du musst alles einsetzen, was du hast. Boah, aber hier fighten noch Leute mit. Boah. Aber auch bin sie eingefallen. Ja, sie kommen von unten, oder? Ich glaube, hier oben ist alles clear. Jo, da ist es auch wieder gut. Okay, das war's schon. Oh, die Richterin und der Sheriff sind tot. What? Stand da gerade. Was? Die Olle Lauten? Die Olle Lauten ist... Dann macht er jetzt sofort einen Außenposten rein. Was zur Hölle? Machete kaputt. Komm, wir holen uns das Gerichtsgebäude. Nee, das geht nicht, wenn da schon so ein Turm ist. Ach so. Nur wenn man volles Vertrauen hat vielleicht. Damn, I'm tired.
Tu, ist ganz schön Action hier gerade. Ja. Schwer was passiert, ey. Tja, und jetzt die Richterin und der Sheriff tot. Puh, hätte man da was machen können, wenn man schneller gewesen wäre? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, gehört es zu der Geschichte dazu. Ja, sah jetzt auf jeden Fall so aus. Dann gibt's hier noch mehr? Ach nee, Zombie-Jagd-Schutzweste. Wir haben auch keine Nahkampfwaffe im Moment, ne? Oh ja. Übrigens, die ganze Häuserreihe da unten haben wir noch gar nicht betrachtet. Da gibt's vielleicht auch noch Materialien. Also stimmt, hier vorne, ja. Das Haus hier vorne haben wir jetzt auch geklärt, ne? Da kannst du auch noch Materialien mitnehmen. Wo du gerade den Zombieherd weggemacht hast. Das da, genau. Ja. Weil da gab's noch Loot. Oder du schickst drin. Noch mal jemanden hin oder so. Ich will ja nur, vielleicht gibt's ja hier in der Hütte oder so, vielleicht gibt's irgendwo ja... Eine Packung Baumaterialien nur. Wir sind ja nur noch 6, ne? Ja, genau. Ein Stück. Nice. Da haben wir auch wieder eine Nahkampfwaffe. Sehr gut. Nichts. Das bringt uns nichts. Da. Okay. Looks like no zombies were close by. Noch eine Waffe. Beil, Brandbombe, tja, und Messer. Oh, das... Was? Wie heißt das? Wakizashi. Oh, das ist ein richtiges Schwert vielleicht wieder. Oh. Wakizashi hört sich ja in erster Linie schon mal ziemlich, wie so ein ziemlich rabiat an. Ja, wie so ein Samurai-Schwert. So. Ah, jetzt muss ich was zerstören. Ist wie bei Kill Bill jetzt. Markierung für Luftschlag. Ah, das ist, ein Item. Das hätte ich wohl wohin werfen müssen. Okay. Wissen wir Bescheid beim nächsten Mal. Können wir noch machen wahrscheinlich. Mhm. Jetzt haben wir es immer dabei. Jo, dann, was machen wir denn mal? Weg. Oh. Damit weg. Damit weg, ja. Ich glaube, das ist richtig cool. Das ist endlich. Richtig geil. Guck mal noch, ob du hier rechts neben dem Haus in die Hütte kannst. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Baumaterialienmäßiges. Da schauen wir mal rein. Area secure. No Zeds here. Schade. Ein Benzinkanister. Mhm. Hm. Den kann mal jemand hier abholen. I found some supplies. Send runners for pickup. They'll be on their way soon. Zombie Horde. Boah, da war nicht wieder Geschichte, die Zombie heute. Ja, dann gucken wir halt mal hier noch rein. Noch rein, genau. Jedenfalls machen wir noch einen Außenposten irgendwo auf. Komm schon, hier jetzt Materialien. Munition. Ah. Auch gut, aber wir brauchen Materialien. Ich kann mir dem Wilkinson ja einen Deal vorschlagen. Sollen einfach nochmal zu uns kommen. Nee, also wenn wir die Wilkinsons noch einmal sehen, dann ist es... Ja, ich sag ja, die sollen zu uns kommen. Dann ist es echt vorbei. Die sollen zu uns kommen, wir bringen sie um die Ecke, ja, und machen einen Außenposten aus ihrem Haus. Munition. Tussin. Hm. Das nehme ich gerade mal. Tussin? Ja, das macht einen zur Tussi. Ja, das ist vielleicht was für unsere Daisy. Die Daisy. Können wir noch mehr Plünderer rufen? Nee, toll. Sind wieder zu wenig Leute im Zuhause. Ah, wir hängen am Briefkasten fest. Oh, da tritt aber auch schon wieder einiges an Kühlwasser aus hier. Armes Auto. Tja, wo ist noch was? Wir brauchen Materialien. Hier? Ist Gas, ja. Ansonsten fahren wir noch mal in die Fabrik, ha? Der Autohändler. Weiter. Da gibt's bestimmt Materialien. Munition. Benzin. Hm. Also weißt du, welche ich meine? Die oben im Wald, diese Riesenfabrik. Das stimmt, ja. Da können wir auch mal hin. Guck mal, wie jetzt echt alle Zombies hier mittlerweile so SWAT-Zombies ja sind. Das Spiel wird härter. Immer mehr Kameraden sterben. Die Zombies werden hartnäckiger.
Das mit der Lorten haben sie ja echt einfach nur so nebenher kurz. Ja, das war jetzt plötzlich echt komisch. Deswegen wundert mich das auch. Hier ist die Fabrik. Ja, schauen wir mal vorbei. Auf eifriger Materialiensuche. Wer rennt denn da lang? Ach, die Plündererin. Oh oh. Yeah. Oh, da möchten sich uns ein paar Leute anschließen. Ist das direkt hier? Mhm. Das passt ja. Oben sind überall Zombies. Da. Da kommen sie. Aber wir haben ein Schwert. Ein Schlag und sie sind weg. Interessant. War ein cooler Mann. Boah, die Waffe darf uns nicht kaputt gehen. Hier links, was ist da? Da oben, hä? Haben die sich in dem Ach, Pass das versteckt. Ist. Nee, das ist bestimmt diese Aufklärungsmission, oder? Ach so. Sind wir falsch gerade. Ja, aber gut, machen wir das auch. Das bringt immer ein bisschen Moral. Oh! Na, da muss man wahrscheinlich. Kletter uns nach. I'm in place. I'll check to see what's here. I'm there. Gonna take a look around. That's not a normal zombie. Wie es schon so sagt, das ist kein normaler Zombie. Got a horde on the move. That's not a normal zombie. It's done. Okay. Baustelle da hinten. That's not a normal Auf der zombie. Baustelle gibt's bestimmt was, ja, ne? Ja, da gibt's bestimmt Materialien. Also alles andere wäre jetzt echt eine Enttäuschung, wenn es nicht mal da was gibt. Ach, guck mal hier. Der wartet schon auf uns. Kleines Schläfchen neben der Leiter. Wie er echt Sushi aus denen macht. Ja. Zombie-Sushi. Übel. Ja. Boah. So. Drei Horden. Was ist denn hier los? Wem müssen wir helfen? In der Hauptstadt dreht's total ab. Oh, du fährst auf den Felgen. Oh ja, das war wegen dem Dicken. Was ist denn da vorne? Wow. Das war dein Airstrike. Nee. Was ist denn da los? Das war auf jeden Fall ein Airstrike. Ach so. Deswegen mussten wir vielleicht die Horden markieren. Haben diese jetzt einfach platt gemacht? Ja. Das ist natürlich praktisch. Muss man sich ja beim Militär fast bedanken einmal. Mhm. Können auch cool sein. Okay, Daisy. Komm mit zu uns. Ja, das wäre voll cool. We'll follow you. Let's roll. Wird auch mal Zeit, dass die Daisy mitkommt. Ja. Die hat doch gar keine Ahnung. Zwei sogar. Brauchen wir ein größeres Auto. Mhm. Da hinten ist ja bestimmt was. Mal ein paar Chips essen. Hast du hier links und rechts in den ganzen Häusern schon? Vielleicht können wir irgendwo noch was mitnehmen. Ja, wahrscheinlich waren wir hier noch nicht. Ansonsten können wir es uns auch noch mal einfach machen und echt die Lilly einfach noch mal suchen lassen. Kann doch aber nicht sein, dass es nirgends Materialien gibt. Ja, auf so Baustellen bestimmt halt, ne? Und also wenn man Glück hat. Es dauert 9 Minuten, das Suchen, ne? Glaube ich. All quiet here. Cool. Echt? Ja, immer super, wenn man nichts findet, ne? Mhm. Ein Außenposten schon. 5 Fallen bereit. Hier ist ja gerade ganz ruhig eigentlich. Ja. Die Karen hat es auch geschafft, das Zeug nach Hause zu bringen. Sehr schön. Hm. Das ist wieder so ein komisches Haus, wo man von mehreren Seiten rein kann. Aber da liegt schon Essen. Wir waren hier wohl schon. Das
war das Haus vom Ray. Mhm. Was ist bei dem Fabrikgebäude da hinten auf der Map? Das hier hinter dem Haus quasi? Na, das ist nur eine potenzielle Heimatbasis. Ach so, okay. Deswegen das Symbol. Ich dachte schon. Aber ist das diese Heimatbasis, die nicht größer wäre als unsere? Genau. Okay. Tja, dann müssen wir die Lilly wohl doch noch mal suchen lassen. Ja, das wird die beste Entscheidung sein. Und wie wir mit den beiden hier nach Hause kommen, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Denn es ist schon wieder soweit. Zeit ist schon wieder rum, leider. Genau. Deswegen erstmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.